Moin moin und willkommen zurück zu Arcania. Ja, und bei diesem lieblichen Wetter machen wir uns jetzt hier auf, in die Höhle eine Pfeilspitze suchen. Ich meine, das war die Aufgabe. Und mir fiel, als ich die Aufnahmen angeschaut habe, etwas auf. Das könnte nämlich sein, Fernkampf, ich habe normale Pfeile ausgerüstet, 115. Das ist diese Zahl da unten. Ich kann also meine Munition sehen. Sehr schön. Schauen wir mal, was hier so drin sein könnte. Sehe ich da hinten nicht jemanden? Da sehe ich jemanden. Ah, Mist. So, du bist jetzt aber weg. So, mindestens einen habe ich hier schon gesehen. Da ist ein Schamane. Hier steht aber noch viel näher jemand rum. Eins. So, also ein Headshot lohnt sich, wenn man ihn hinbekommt. Das ist ein schwarzer Wolf. Aha. Okay, da sind aber noch mehr Goblins. Nummer 1. So. War's das oder nicht? Hat der was Interessantes dabei? Sieht nicht danach aus. Es teilt sich hier. Rechts oder links? Rechts oder links? Nein, ich will das nicht benutzen. Ach, Mann. Gehen wir erstmal links rum. Ah, Erz. Sehr schön. Nehmen wir mit. Wirklich verschlungen hier. Da hinten sehe ich nochmal einen kleinen Erzbrocken. Eisenader. Ich will aber vor allem Obsidian. Wundert mich, dass ich momentan noch keine Goblins sehen kann. Da ist ein Hocker, auf den ich mich setzen könnte. Ein paar leckere Keulen hier. Da kann man sich's doch häuslich machen. Was war das? Lagerfeuer. Ja, das interessiert mich nicht. Wirklich nichts anderes dabei? Das war nur die Matratze. Oh. Au. So. Ein paar Äpfel können wir auch ruhig mal zu uns nehmen. So, Feuer mit dem Blitz da drauf zu feuern, das lohnt sich sehr. Ist der da? Ist er. So, das war's. Langsam sollte ich vielleicht doch ein bisschen aufpassen, was den genommenen Schaden angeht. Ein
Wäre aber auch erlaubt, wenn der Schwierigkeitsgrad hier noch ein bisschen anzieht. Ach, kann ich das überhaupt noch? Anscheinend ja. Armschienen des Schutzes, Jagdpfeile. Nichts so Tolles, aber wir nehmen es mit. Was nehmen wir noch? Keule? Keule. Am Ende ist das schließlich alles Geld. Da sehe ich doch einen Wolf. Kuckuck. Fang das Stöckchen. Fang das Stöckchen mit der Spitze. Das kannst du bestimmt genauso gut. Nein. Böser Goblin. So. Setz mal jemanden außer Gefecht. Nein, nicht die Strohmatratze. Nein, Goblin-Keule, ja. Und die Leiche. Dich hatte ich schon? Nee, hatte ich noch nicht. Ah, hier führen die Wege wieder zusammen. Da ist tatsächlich eine Truhe. Bolzen, sehr schön. Schwere Bolzen sogar. Nehmen wir gerne alles mit. Da hinten scheint was zu liegen. Die Truhe hätte ich fast übersehen. Goblin-Schild. Sonst aber nichts Besonderes. Was haben wir? Goldene Pfeilspitze. Das sieht aber nicht wirklich nach einer Spitze aus. Barbarenschwert. Diese Waffe aus dem eisigen Nordmar wurde wahrscheinlich von einem Abenteurer nach Argan gebracht. So, dann sind wir hier. Ja doch, da draußen sollte die Uschi noch rumlaufen. Brauchen wir nicht mal den gleichen Weg zurückzugehen. Ist das schön. Moment. Wir haben schon gefunden. Da unten wären wir aber woanders lang gegangen. Das ist sehr interessant. Dann speichern wir definitiv nochmal und gehen erstmal hier weiter. Mal sehen, wer sich hier noch verbirgt. Da gibt es hier irgendwo was einzusammeln. Eine Ina-Statue. Aha. Ich frage mich, warum ich die aufsammle. Ich werde sowieso nicht alle finden. Also wenn, dann müsste man das mit einer Suchliste machen. Vielleicht werde ich gegen Ende nochmal auf die Idee kommen. Ach ja, warum nicht? Gehen wir so eine Liste einmal ab, um uns alle zu holen. Vielleicht wird das gemacht, aber das verspreche ich nicht. Weil so altertümliches Reh, sehr schön. Obsidian, das war es jetzt wirklich wert. Das ist etwas, was ich... Ups, dich habe ich gar nicht gesehen. Mole Rat. Sowas habe ich halt einfach gar nicht gerechnet. Zu einer Ullenratte hier.
So, jetzt haben wir's. Wir haben's. Was haben die noch dabei? Mulled Fett. Okay. Und sehniges Fleisch. Das, was ich nicht ausstehen kann. Wer mag schon sehniges Fleisch? Ah, Rezept für Wespenelixier. Das finde ich gut. Die Fleischwanzen bringen keine Erfahrung, meine ich. Ist auch so. Vor allem Fleisch. Darauf kann ich aber momentan verzichten. Da haben wir immer noch genügend. Vielleicht werde ich bald ein paar Pünktchen in Vitalität stecken müssen. So, und dann geht's hier auch schon wieder raus. War eine kurze Exkursion. Mal sehen, ob das Wetter draußen immer noch so mies ist. Nö, jetzt ist es schön. Und die Hirsche... Hey. Was bist du für eine Waldläuferin? Du sollst die töten und jagen, nicht streicheln. Ich will nicht drängeln, aber hast du die Pfeilspitze? Jo. Hier ist die goldene Pfeilspitze. Fantastisch. Das ist sie tatsächlich. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für unsere Gilde. Alles wird gut. Das würde ich gern glauben. Huhu. Draußen ist gerade Sturm. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Ich höre es unter den Kopfhörern noch sehr, sehr gut. Wie hier die Schindel am Wackeln sind. So, ich glaube, wir sollten mal ins Logbuch schauen. So, das hier ist alles egal. Wir müssen zur Burg, wenn ich das richtig sehe. Ja, Gunda war auch zur Burg. Da oben haben wir aber noch nicht alles durchgeschaut. Wir sollten definitiv diesen Weg hier auch nochmal weitergehen. Um auch diese Ecken hier durchsucht zu haben. Es könnte ja schließlich noch irgendwo XP rumlaufen. Und da gerade das Wetter auch gut ist, sehe ich da einen Gegner? Nee. Ist nur ein Stein. Ja, ist ein Stein. Man weiß ja nie. Er hätte mich anspringen können. Mana-Pflanzen kriegen wir zumindest noch. Sowas weiß ich sehr zu schätzen. Die werden wir noch brauchen können. Vor allem, wenn wir an der Armbrust kommen. Ui, das sieht hier interessant aus. Und da ist ein Belia-Artefakt natürlich. Oh, ich frage mich gerade, haben wir die andere Ecke vielleicht gesehen? Nee. Nee, das hier haben wir nicht gesehen. Hier sollten wir nicht runterfallen. Das wäre wahrscheinlich sehr schlecht für unsere Gesundheit. Wobei ich sehr stark versucht bin. Ah! Ein Scavenger. Und natürlich kommt da noch ein zweiter. Nein, du greifst mich jetzt bitte nicht an, danke. Okay, hat geklappt, kein Schaden. So sollte man das eigentlich machen. Ah, Blaubeeren. Die hätte ich fast übersehen. Dämonenkäppchen. Was haben wir hier?
Heilpflanze. Hier wächst auch noch irgendein Kraut. So, weiter geht die Suche. Ogerblatt. Ah. Ja. Da sind auch noch ein paar. Und wir haben einen Stufenaufstieg rausbekommen. Sehr schön. Darum werden wir uns gleich kümmern. Erst will ich hier noch ein bisschen zu Ende suchen. Diese Blaubeeren werden nicht markiert mit irgendwelchen Symbolen oder so. Vielleicht sind sie ja nicht so besonders oder wichtig. Natürlich, jetzt haben wir wieder mieses Wetter. So, jetzt sind wir hier aber auch gleich rum. Und mehr oder minder bei dem Pfad, an dem wir rausgekommen sind. Oh. Dass die sich auch noch verstecken müssen. So, aber mit den Blitzzaubern. Ich mag den. Der ist praktisch. Um halt solch eine Gruppe mal kurzzeitig auszuschalten. Wirklich praktisches Ding. So, diese Holzdinger, da sollte man immer mal drum herum schauen. Auch wenn es vielleicht nur ein Dämonenkäppchen ist, was hier rumliegt. Hat sich der Teleporter aktiviert. Ich bin immer noch erstaunt darüber, wie sinnlos diese Teleporter in diesem Spiel sind. Sonst bin ich ja häufig so eingestellt in Rollenspielen. Na, keine Teleporter benutzen, zu großer Vorteil. Ganz ehrlich, das ist das erste Spiel, wo ich sage, keine Teleporter benutzen. Zu großer Nachteil. So, ein paar Pflänzchen, wahrscheinlich auch Relikte, Artefakte, alles Mögliche habe ich ganz bestimmt übersehen. Ihr habt wahrscheinlich geschrien. Aber ich kann ja nichts weiteres sehen. Sind das noch ein paar Schweine? Das sind ein paar Schweine. So. Sehr schön. Ja. Aber mehr sehe ich jetzt nicht wirklich. Ups. Blaubeeren. Wenn man sie sieht, sind sie eigentlich gut zu identifizieren. Haben eigentlich ein doch recht klares Aussehen.
fallen aber unter dem anderen Gestrüpp nicht auf. Wir haben aber einen Stufenaufstieg. Disziplin haben wir. Das ist erstmal gut und schön. So. Lebensenergie, Nahkraft, Ausdauer, Lebensenergie. Was will ich mit Ausdauer? Präzision wäre eigentlich jetzt das wirklich Nächste. Fernkampf, Mana. Mana brauche ich wirklich. Ich glaube, so, und eine Vitalität, um ein bisschen mehr auch auszuhalten. Ist nicht viel, aber immerhin. Ui. Das ist ja, jetzt weiß ich, warum das Ketzerweg heißt. Oder so ähnlich hieß es doch. Kann man da hoch? Nö. Nee, lass mich weiter. Brutal. Und da ist Burgsilbersee. Aber hier geht's noch runter. Na, ein Teleporter, naja. Die Pflanze aber zumindest ist interessant. Sonst scheint hier aber nicht wirklich was zu existieren, was uns interessiert. Natürlich, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Meine Güte. Man hat fast das Gefühl, die Entwickler waren stolz, dass sie Regen eingebaut haben. Und mussten es jetzt immer hier regnen lassen. Norman! Halt! Mach das Tor auf! Nichts da, Fremder. Ohne die Erlaubnis des Kastellans kommt keiner in die Burg. Ich habe mit Giltor geredet. Ich sollte Doran vom Schlachtfeld holen. Das habe ich getan. Er ist auf dem Weg hierher. Ah ja, der Kastellan hat dich erwähnt. Verzeih mein ruppiges Benehmen. Seit Lord Garvans Gefangenschaft sind wir hier eben sehr vorsichtig. Wie? Lord Garvan ist gefangen? Der Burgherr? Hast du das noch nicht gehört? Die Orks haben ihn verschleppt. Wie konnte das passieren? Sprich am besten mit Velgard, dem Schmied. Der hat es gesehen. Dann mach das Tor auf. Selbstverständlich. Rein mit dir. Sehr interessant. Lord Garvan, wahrscheinlich der in der goldenen Rüstung. Eine nette Burg. Wurde gefangen genommen von den Orks. Das hat man ja auch so ein bisschen im Video gesehen. So, ich sehe aber die anderen Questgeber. Hallo. Gunda erstmal. Die wollte doch die... Denk bitte an die Heilnüsse. Genau. Die Verwundeten können nicht länger warten. Ja, die haben wir doch. Ich hab die Heilnüsse. Hier, nimm. Vielen, vielen Dank. Daraus können wir genug Heilsalbe für alle Verwundeten machen. Na also. Kannst du dieses Rezept gebrauchen? Ich habe es in der Burg gefunden. Immer her damit. Meine Güte, hatte ich viele dabei. Was machst du hier? Ich pendle zwischen Tushu und Stuark. Aber die Orks wollten mich überfallen und ich musste zurück in die Burg fliehen. Jetzt warte ich darauf, dass jemand den Orks Manieren beibringt. Na, wird das wohl sein wird. Die Orks sind frech geworden? Ich kenne sie schon jahrelang und eigentlich sind sie immer friedlich gewesen. Hin und wieder haben sie mir etwas Met abgekauft. Seit ein paar Monaten sind sie aggressiv geworden. Der Überfall vor ein paar Tagen war der traurige Höhepunkt. Erzähl mir von dem Überfall. Ich bin mit meinem Karren auf der Straße Richtung Tushu gefahren. Da sind sie aus dem Wald gestürmt. 4-5 Orks. Knüppel in der einen Hand, Schnapsflasche in der anderen. Sie sind über ihre eigenen Beine gestolpert und haben was von Überfall gegrölt. Dann habe ich eine zweite Gruppe gesehen, weiter unten auf der Straße vor mir. Ich habe meinen Karren gewendet und bin zurück zur Burg. Ein betrunkener Ork ist lächerlich. Viele betrunkene Orks sind gefährlich. Wie bei Menschen. Sie scheinen ein Alkoholproblem zu haben. Was willst du jetzt tun? Ich werde den Leuten hier helfen, so gut ich kann. Wenn die Gegend wieder sicher ist, nehme ich meine Geschäfte wieder auf. Hast du Giltor gesehen? Der Kastellan ist in der Zitadelle, oben am Kamin. Hier soll es ein Archiv geben. Ein Archiv? Meinst du etwa den Keller? Den mit den vielen Büchern?
Da kommt man nur mit der Erlaubnis des Barons rein. Der natürlich gekidnappt ist. Sehr unpraktisch. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Vor allem möchte ich ein bisschen Kram verkaufen. Da bin ich mir sehr sicher. Knoblauch, was hat die so? Ja, Amulette und so weiter. Wirft sie so zu Boden, wenn sie Menschen sind. Rezept für Ausdauertränke, okay. So, da können wir einen von verkaufen. Zwei macht keinen Sinn. 7 ist einfach zu wenig. Kroms Armbrust. Verschießt Bolzen. Dieses Unikat gehört einst dem ersten Jäger des Königs von Setarif und ist mit einer Rune der Stärke versehen. Das ist gar nicht so wenig. 21. Die können wir alle verkaufen. Das hier ist auch Schund. Wir können mal eine Armbrust ausprobieren. Ebertöter haben wir, glaube ich, gerade im Einsatz. Nehmen wir etwas Lebenspunkte, aber das macht mehr Schaden und müsste, glaube ich, nicht gezogen werden, oder? Zumindest wie Sinn war. So, da muss ich erstmal durchschauen, bevor ich weiß, was ich verkaufen möchte. Kann. So, die hatte ich ja schon aussortiert. Sehr praktisch von mir. Das sollte ich hier auch nochmal klarer kennzeichnen. Werden wir gleich machen. So, erstmal war hier noch eine andere Person. Hallo, Fremde. Eigentlich suche ich Lord Gawain. Hast du noch nicht von den schrecklichen Ereignissen gehört? Unser Herr ist den Orks in die Hände gefallen. Wir sind alle in großer Sorge. Ich dachte, die Orks sind friedlich. Das haben wir auch gedacht. Doch kaum war Lord Gawain mit seinen Männern zum Bluttal ausgerückt, haben sie die Burg belagert. Ein großer Ork hat sich vor dem Tor aufgestellt und verlangt, dass wir uns ergeben. Was für ein großer Ork? Ich habe den vorher noch nie gesehen. Er scheint der neue Anführer der Orks zu sein. Ein furchtbares Wesen. Wir hatten alle Angst. Es gibt da diese Geschichte. Was für eine Geschichte meinst du? Am besten sprichst du mit unserem Schmied Velgard darüber. Er weiß mehr. Die Orks haben die Burg belagert? Ja, wir mussten alle auf die Zinnen. Nach ein paar Tagen waren sie auf einmal verschwunden. Sie haben Lord Gawain gefangen genommen. Ach, die trauert dem aber sehr nach. Warum hat niemand Gawain geholfen? Schau dich doch mal um. Die Burg ist voller Verwundeter. Wer sollte denn vor die Tore eilen und dem Lord zur Seite stehen? Ich? Ich bin Heilerin, keine Kriegerin. Wir konnten nur tatenlos zusehen. Wenn Kraglan schon nicht in die Schlacht zieht, hätte er wenigstens die Burg verteidigen können. Was weißt du über die Schlacht? Nur das, was ich von den Verwundeten höre. Roba hat einen Dämon beschworen, um Lord Gawain zu besiegen. Aber die Götter selbst waren auf unserer Seite und haben Steine vom Himmel geschickt. Der Dämon wurde vernichtet und Roba musste fliehen. Erzähl mir mehr. Sprich mit Kador. Der war dabei. Dämon, also so sah das Video jetzt nicht aus. Was hat Kraglan mit dem Angriff der Orks zu tun? Mein Bruder hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Er hat Lord Gawain die Gefolgschaft verweigert und sich in den Wäldern versteckt. Das steht einem Gildenmeister nicht gut zu Gesicht, finde ich. Das war feige. Wie geht es eigentlich deinem Sohn Kilian? Kilian? Dem geht es gut. Du bist sein Retter? Ich hatte ja keine Ahnung. Wie soll ich dir nur danken? Auch ein bisschen Gold oder so, nehme ich gerne. Wo ist denn der Vater des Jungen? Der Nichtsnutz hat uns schon vor Jahren hier sitzen lassen und ist nach Norden gegangen. Da soll er auch bleiben. Wir kommen gut alleine zurecht. Na dann. Mann, was für ein Wetter hier. Jetzt zum Ende. Wird nochmal kurz hier aussortiert. Was bringt mir das gerade? 24 Nahkampf, 2 Hand. Das ist ein Andenken, das ist ein Andenken. Moment, Andenken hierhin. Rogue Schande ist ein Andenken.
Kahnglasschwert möchte ich noch behalten. Das könnte weg. Das ist gar nicht schlecht. Kommt mit dabei. Müll, 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 Müll. Dafür, dass es rostig ist, sind diese Paladin-Schwerter gar nicht schlecht. Faust des Adanos. Die finde ich fast... Tja, der kalte Hass macht halt mehr Schaden. Wie sieht das Ding denn aus? Moment, das ist eine Hand. Das ist eine Hand. Okay, ich weiß, was ich nehme. Kalter Hass kommt aber als Andenken. Im Moment. So, Langschwert kann dann aber auch weg. Auch Vulkanglasschwert. Hätte ich mir nie basteln müssen. Mana-Regulation ist natürlich nett. Magiekraft. Ja. Der Unterschied ist nicht groß. So, aber der Rest darf ich tatsächlich gleich dann weg in den Müll. Da haben wir einen Ebertöter. Da haben wir noch einen. Jetzt probieren wir aber mal Groms Armbrust aus. Zack, und haben schwere Bolzen. Ja, da haben wir auch ein paar von. Alles gut. Das hier wäre Müll dagegen. Das hier ist Müll. Da muss ich mindestens einen von behalten. Das ist ein Andenken. Dann Schriftstücke. Was haben wir hier? Wespenelixier, lernen wir. Angeblich eine Blutfliege auf 100 Schritt an einem Baum nageln. Das Geheimnis? Gift. Eine kleine Menge wird aus dem Stachel dieser Bestie gewonnen und mit Schnapperkrautextrakt. Bla bla bla. Potenzierung geringer Mana-Tränke. Ups. Ja, ist jetzt weg. Heiltränke. Heilende Kraft der magischen Heilpflanze. Wenn bei vollem Monde... Jetzt können wir richtige Heiltränke brauchen. Sehr schön. So, mit dem Schmied sprechen wir dann in der nächsten Folge. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.